verfolgt, aber irgendwann muss es ja mal klappen. Ja, beim dritten Mal, oder? Dann muss es ja endlich mal klappen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Du bist jetzt auf jeden Fall mal Sieger der ersten Mal. Das ist natürlich super ärgerlich. Wie geht es für dich erstmal weiter? Ich vermute mal nächste Woche, ganz große Aktion. Genau, nächste Woche ist dann das Bundesliga-Rennen. Alle Teilnehmer, alle Finisher sind Sieger, wenn sie hier bei uns im Stadion in Kürzau reinkommen. Da hat er als Spieler in seiner Altersklasse Dritter und der Igor Krüger in seiner Altersklasse Zweiter. Weil auf der kurzen Distanz unterwegs. Und da haben wir noch einmal einen Erstplatzierten, nämlich Reinhard Braun in der Altersklasse des Igor Krüger. Für ihn Platz 1 in der Overall-Wertung, Platz 11. Josef Bachel, Manni Scheibe, Mario Boll, Christoph Zimmermann, das ist der Schneider. Wir machen kurze hier die Damen auf der Short-Track-Distanz. Letzte Zeitmessung in Remmetschwil. Anna Robert vor Nathalie TV. Heute schon bei Daniel Aspahl gesehen, dass die Zeiten des Vorjahres zu knacken sind. Da sind wir gespannt, was Helen macht. Wir in Kürze erwarten. Markus Kummer, Fabio Montanari, und ich hoffe, Nägele sind hier. Schnellste bei den Senioren 2. Wo ist sie zu sehen? Da kommt sie um die Ecke. Applaus für die Hanna Rohr, wenn sie hier ins Stadion kommt. Und wieder ein Team hier über die Ziellinie. Der Blick in die Vorjahresstatistik. Hanna Grobert, die Siegerin, souveräne Siegerin, muss man sagen, über diese Renndistanz. Und darüber hinaus hast du noch, um ein paar Titel noch zu nennen. Du wurdest Fünfte über diese Distanz letztes Jahr und jetzt Gold. Ein überragendes Gefühl, hoffe ich doch. Ja, ich habe schon jetzt hast du ja hier auch einen Vorteil. Wie viel bringt denn sowas vor so einer Kulisse zu einem? Vorteil ist es, wenn du Stefan, sorry. Auf der Short-Track. Distanz. Oh, Short-Track, der Rahmen. Also, wenn natürlich das kann. Das war ein Marathon-Moment 2013. Das heißt, nächstes Jahr können wir wieder mit dir rechnen? Ja, ich denke schon. Das ist das Ding, auf jeden Fall. Alles gut und dann sehen wir uns 2014 bei der 17. Auflage. Hoffentlich wieder. Danke dir, Kim Riesterer. Gehen wir weiter. Jetzt sind wir schon bei 830 Fahrern im Ziel des Marathons. Laufen vier Fahrer im Ziel. Alex Butsch, Boris Riediger, Birgit Engler, Armin Pfefferle und Christoph Wimmer. Eventueller Platzierung im Berg.
ist doch ungefähr die Philanthese. Bis dann der Speedback hier ankommen wird. Wir haben wieder einige Checkenprobleme in der Startlinie in der ersten Runde. Wurde da überholt. Jürgen Pilitz auf der Funktion. Ah, Matthias! Weiter bleibt an seiner Altersklasse. Magdalena Oeschker, sie ist Siegerin auf der dritten Altersklasse. Also, Zico ist von ihm bei. Sie sehen jeder kleine Modelle, die einführen. Und wir dann langsam an die 1000 Teilnehmer, aber okay, auf der Marathon-Distanz. In ihrer Klasse. Von der Organisation abgenommen. Falls doch mal einer durchgeht, falls ihr das gemerkt, dass euer Transponder noch in der Startnummer ist, bitte gebt den dann hier bei der Information ab. Ja, meine Damen und Herren, wir waren bei Marathon. Der da wäre Power Track. So, geht ihr bitte weiter Richtung Rothausbogen, auch wieder IXS, bitte etwas weiter vorne plaudern. Dankeschön. Ja, wir versuchen die Teilnehmer hier einfach mit etwas Bier zu ködern am Rothausbogen. Also. Sarah Backmann, die Gewinner der Ultradistanz in der Sie- und R-Kategorie, der Crazy Sweet. Herzlichen Glückwunsch an euch. Dennoch nochmal die Bitte, bitte nach dem Zielanlauf weitergehen zu den Mädels, die euch den Transponder abnehmen und dann auch weiter zur Verpflegungsstation. So, meine Damen und Herren, und der nächste Zieleinlauf, der kündigt sich an Nina Brobel, die Siegerin
über den Speedtrack bei den Frauen. Sie müsste jeden Augenblick hier ins Stadion hineinfahren. Und das ist die allerletzte Goldmedaille, die wir hier im Rahmen der 16. Auflage des Triathlons müssen wir gleich jeden Augenblick hier einfahren. Nina Brobel, die Siegerin über den Speedtrack. Wir haben sie jetzt hier schon auf der LED-Wall. Fährt jetzt ins Stadion ein. Das heißt, alle Zuschauer hier nochmal. Hände aus den Taschen. Nina Brobel hier im Stadion. Meine Damen und Herren, das ist die letzte Goldmedaille. Wir geben nochmal richtig Gas. Hände aus den Hosentaschen. Hier kommt die letzte Goldmedaille, die wir im Rahmen der 16. Auflage vergeben wollen. Jetzt rauf auf die Brücke. Nina, du hast alle Zeit der Welt. Genieße diesen Moment. Ladies and Gentlemen, Gold für Nina Brobel. Hier steht's, wenn ihr mal Ralf Schäuble, Ralf heute Morgen noch selbst auf dem Rad unterwegs. Sabine wird nachher anstand der Techniker Krankenkasse eine Programmstunde geben. Wir hoffen, dass mit ihrem Schlüsselbein wieder alles in Ordnung ist. Spannend sind hier beim Black Forest Ultra Bike Marathon. Ich vermute mal, ein alter Mittelpunkt, diese Steigung, wo die Leute in 2 und 3 reinstehen, das ist schon genial, oder? Auf jeden Fall, ja, kann ich nicht schauen, das ist einfach so richtig.